Man lernt nie aus, weiß immer mehr und läuft doch ewig seinen Wünschen hinterher. Man lernt nie aus, man weiß so viel und tanzt doch ewig zwischen Risiko und Spiel. Nicht jeder wird sich sofort an diese Zeilen erinnern. Doch wenn Ihre unverwechselbare Stimme dazukommt, dann wird Erinnerung lebendig. Gegensätze ziehen sich an, Gegensätze ziehen sich an, sagen alle Leute, alle Leute. Ina, wenn sie einen Raum betrat oder sowas, Sonnenschein. Immer Sonnenschein, wirklich. Gut drauf und gut aufgelegt und so. Gegensätze ziehen sich an. Eine Strahlefrau. Strahlefrau mit Tiefe. Ja, und die Titel, die sie hatte, die waren wirklich für sie. Wirklich für sie wie gemacht. Man lernt nie aus, weiß immer mehr. Und läuft doch ewig seinen Wünschen hinterher. Ach, man verliert wohl bei jeder Liebe den Kopf, als wenn es die erste wäre. Sie hatte eigentlich einen Start von 0 auf 100 durch diese beiden Lieder. Man lernt nie aus und Gegensätze ziehen sich an. Sie war über Nacht da. April, 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 April. Wann weiß der Mann mal, was er will? Mal sagt er ja, mal sagt er nein. Er spielt Gewitter und Sonnenschein. Ich habe sie so 1979, das klingt jetzt utopisch, also aus dem vorigen Jahrhundert oder so. Da sind wir uns begegnet. Das heißt, wir haben eine Show gegründet und sie kam frisch als Operettentante mit rein in diese Show. Und natürlich voller Temperament und Enthusiasmus und also für jeden Spaß zu haben. Und also ich habe Ina erlebt, sowas von lebenslustig. So schallt's über sieben Berge. Und jeder weiß, da kommt er schon, der kleine Postillon. Und jeder weiß, da kommt er schon, der kleine Postillon. Das Schönste war an Ina für mich, dass sie wirklich uneitel war. Und wir konnten schön Jokes machen, immer hinter der Bühne. Und sie war sehr hilfsbereit, sehr kollegial auch. Wie sich noch in Schwedt mal in einer großen Show, hatte ich tief rückenfreies Kleid an. Und da platzte mir dann hinten so die Riemchen. Da kam sie natürlich sofort geeilt und hat mir geholfen und dazu gehalten. Ich habe mich mit Ina immer super verstanden. Ja. Ich habe sie schon ganz doll lieb gehabt. Als wir die Fernsehsendung hatten, die ja, glaube Sandmann, die Sandmann-Sendung, da haben wir die Sache mit Humor genommen, alle vier. Ja, und ja, haben sie, genau. Haben wir gesagt, na und, dann arbeiten wir demnächst nicht mehr solistisch, sondern eben als Gruppe Sandsack. Man schläft schön ein, so möchte es sein. Es wäre noch schöner, wäre man dabei nicht allein. Man könnte die Träume. Vor genau 10 Jahren, da hatte ich 60. Jubiläum und eine Sendung beim MDR und da war Ina Gast. Und dann schenkte sie mir keine Blumen, wieder mal typisch Ina, sondern so ein Set mit Knieschoner, Ärmelschoner, Dingsbums. Weil sie, wir haben viel Quatsch auf der Bühne gemacht. Wir haben Rock'n'Roll zusammen gemacht und Choreografien. Und sie wusste auch, dass ich immer Kilometer schruppe auf der Bühne. Und dachte, naja, damit du uns noch eine Weile erhalten bleibst, wenn du wieder skatest oder so auf die Nase fällst und so wegen der Schramm. Das war Ina. Ja. Ja, sie hat sich eben um die Kollegen gekümmert. Natürlich, ja. Kann man nicht meckern. Ja. Wirklich nicht meckern. Nein. Nee.
eigentlich können wir so in Gedanken nur hochleben lassen. Also sie hat uns so viel, auch für mich ganz speziell, so viele tolle, ja, emotionale Momente gegeben in der Zusammenarbeit. Wo wir jetzt so ein bisschen lustig sind, ne? Ja. Ina, aber das ist doch in ihrem Sinne. Die wird den Laden dort oben aufmischen, das sage ich euch. Da gibt es Sanddornschnäpschen da oben. Ja, also